Das ist der Schwarzwildlocker. Einfach zu bedienen, nur reinblasen. Wichtig ist, dass man die Sau imitiert. Die hat den Wurf am Boden, bricht und grunzt dabei. Und dann tut man etwas den Schall dämmen, indem man die Hand nur anlegt. Das sollte sich dann so anhören und so sollten sie es machen, nach unten immer halten. Man kann auch den Angstschrei damit machen, aber da warne ich vor. Nur im Notfall, wenn sie im Getreide sind, machen Schaden und man kann nicht schießen. Oder auf einer Drückjagd, wenn man sie aus dem Maisnet rauskriegt oder aus einer Schonung, dann bläst man feste hinein, die Stimme überschlägt sich und drückt etwas hier auf den Schlauch und das hört sich dann so an. Dann sind sie weg und kommen auch so schnell nicht wieder. Also beschränken sie sich auf vor allen Dingen im März, wenn die meisten Frischlinge zu Überläufer geworden sind, die wissen nicht wohin und die wollen Anschluss suchen, die kommen dann schnell. Außerdem kann man ihn zur Dammwildbrunft benutzen. Den Brunftschrei des Dammhirsch kann man nachahmen, indem man jetzt die Hand öffnet. Man hält sie geschlossen und öffnet. Übrigens, wenn die Brunft vorbei ist, das Kahlwild reagiert immer noch drauf. Wer das Glück hat, nach Afrika zu fahren und auf den Kaffernbüffel jagen kann, der kann das eintönige, wütende Brummen des Büffels nachahmen. Ein Klang so echt wie die Natur. Holz- und platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle Lockerinstrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden braucht. 60 Jahre Lockjagderfahrung in Ihrer Tasche.